Jahre ja auch schon drin. Alter, Alter, ich hab voll das geile Stuff gekriegt. Ich hab, ach, hab ich schon wieder vergessen, so geil war das. Da hat dieser bepisste Wolf mich doch schon wieder ein bisschen gekascht. Oh. Nur weil wieder zu viele gleichzeitig Hat er dich ankamen aus verschiedenen gekratzt? Richtungen. Was? Hat er dich gekratzt? Nein, er hat mich ganz liebevoll gestreichelt und mir hinters Ohr geleckt. Ich fand's ein bisschen erregend, wenn ich jetzt ganz Aber ehrlich auch nur wegen bin. dem Speichel. Ja, ich habe also zurückgespeichelt. Ne? Also ich denke, weißt du, nein, du in einer funktionierenden Beziehung musst das auf gegenseitig beruhen, das Anspeicheln. Schlabber, Schlabber, Schlabberwack. Schlabberlabberlabberlatz, Schlabberlabberlabberlatz. Alter, das erinnert mich, oh Gott, darf ich es erzählen? Was? Aber es ist ja schon, ach nee, ich war ja noch gar nicht in der Schule, ich bin ja erst 3 Jahre alt. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor gefühlten 1000 Jahren in der Schule war. Da war der Direktor, den haben wir immer Schlabber genannt. Alter, das war ekelig. Der hat ständig weiß gespuckt. Und der hatte in den Mundwinkeln immer so komisches weißes Zeug hat sich immer angesammelt. Speichelturbinus. Ja, genau. Alter, ist das Das ist ekelig. eklig, ja. Das ist Alter, echt. und das war, und das Oh. war der Direktor gewesen von der Schule. Und den haben wir nur Schlabber genannt. Nur. Alter, aber und das Geile war, aber den nenne ich jetzt nicht, sein richtiger Name, ne? Klang sogar so ähnlich wie Schlabber. Echt? Ja, der klang so ähnlich wie Schlabber. Und dann bot sich das, aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Die immer vorne am Pult saßen, ne? Die hatten echt überlegt, ne? Regenschirme dann mitzunehmen in der Schule, ne? Wenn man wusste, man hat bei dem Unterricht. Oder wenn der mal Vertretung gemacht hat, weißt du, wenn irgendein anderer Lehrer mal krank war und wir dann bei dem Rektor Unterricht hatten, ne? Alter, das war schon echt übel, ey. Alter, und das Blöde war, der ist mir dann auch immer so nahe gekommen. Oh nee. Weil ich ja, sagen wir mal, ich hatte ihn, also ich war bestimmt kein Streber oder so gewesen. Ich war eher das Gegenteil. Also ich war eigentlich eher einer von den bösen Jungs früher. Aber trotzdem hatte ich mit ihm, ja, zu ihm einen guten Draht gehabt, ne? Muss man einfach mal so sagen. Und dementsprechend, boah, wenn wir da mal gequatscht haben, dann kam der immer so nah. Mir ist bald schlecht geworden. Mir ist bald schlecht geworden. Alter. Gericht, ich hab da meine Frage. Wie stehen Sie das denn? So wie ich? Oder anders? Ich sehe das so, wie Sie wollen. Hauptsache, wir werden uns jetzt Hören Sie einig. auf mit Reden. Hauptsache, wir werden uns jetzt handelseinig. Nicht so Ja, Herr Schlabber. Schlabberte. Seitdem das in der katholischen Kirche in ist, komme ich dann auch mit zu Ihnen. Boah, Hauptsache, Sie hören jetzt auf zu reden. Weil der war wieder ziemlich derbe, ne? Der kam zwar gebückt, aber der. Der kam zwar gebückt, aber der war geil im Abgang. Der kam gebückt, ist aber geil im Abgang. Alter. Alter ist wieder da. Ja, wo sind sie denn, die ganzen Kisten hier? Verdammte Ütze, kann ja wohl nicht sein. 300 Ratten im Gepäck und ich habe immer noch nichts gefunden. Alter, was ist das denn? Alter, warst du hier vor kurzem in der radioaktiven Extremzone bei uns, wo die Mauer Nee, ist? schon ganz lange her. Wieso ist denn hier keine Kiste? Warum die nicht? Warum nicht? Alter, da sind neue Wölfe gespawnt, obwohl ich doch erst eben gerade die getötet habe. Das geht mir echt zu schnell. Ärgerlich. Gergali. Und der Haifisch. Was Nein. machst du denn mit deiner Maus?
Was ist denn jetzt? Ist er schon wieder tot? Ohne Scheiß. Bist du tot? Jetzt ganz ohne Scheiß. Bist tot. Ich bin wirklich tot. Gut, dann wo? Sag an, schnell. Komm zum Haus hier hin, zu unserem Haus. Okay, danke. Komm zu unserem Haus. Tür. Ich bin hier drin. Ach, du bist drin? Ja. So, ich scheiß mal irgendwie die Waffeln weg. Moment, wir holen so, jetzt auf. Die Sachen, ne? Ja, ich kann die alle mit. Einsammeln. Ja, Moment. Ja, und dann lass uns schnell rein, weil wir müssen ins Radioaktive reingehen. Okay. Alter, und ich habe keine Anziehsachen gegen radioaktive Strahlung. Musst mir eben Tabletten geben, ein paar. Mann, die üblichen Drogen, kennst du doch. Ja, weißt du, hier wo immer so Spaß an der Backe haben. Ja, dann nimm. 7 Stück, naja gut. Na, ich habe auch nur noch 7 jetzt. Ja gut, so, mach zu. Okay, go. Scheiße. Okay, aber weißt du was? Ich habe was Neues rausgefunden, deswegen bin ich auch gestorben, damit habe ich nicht gerechnet. Was denn? Der Wolf konnte ein Podest hochspringen. Weißt du, wie so eine Rampe bei den Garagen, wo du ja selbst hochspringen musst, ne? Ja. Und der Wolf kam hochgesprungen. Ach echt? Ja, Hammer, oder? Krass. Der kam hochgesprungen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte dir nochmal auch gut, dann stellt er sich da ein, dann drücke ich ab, ne? Und das war zu viel. Wollen wir rechts lang gehen? Weil dann sparen wir uns hier einmal Tierausschied. Nee, lass uns mal hier und dann direkt. Also du musst jetzt gleich die Tiere abschießen, die drinnen sind. Ja, okay. Wichtig ist, dass du bei mir. Eigentlich müsstest du jetzt vorgehen. Ja, ich weiß ja nicht, wo du verreckt bist. Hier, komm, komm. So, und hier hinten sind jetzt Wölfe. Wo, rechts? Nee, hier, wo die Garage ist, da müssen wir hin. Du müsstest vorlaufen. Ja, ja. Alter. Ach du Scheiße. Der ist tot. Hier ist nichts mehr. Und ich krieg gerade hier voll die Pimpanellen. Ich sterbe hier gleich schon wieder. Quatsch. Tabletten. Ja, weil ich keine Rüstung anhabe. Alter, wo sind meine Sachen? Hier draußen. Da. Hör mal, Tabletten. 700. Ja, wenn nicht, nehme ich das ganze Zeug mit. Mein Inventar ist leer. Nee. Ich nehme. Alter, jetzt geht's wieder bei mir nicht so. So, nein. Ah, gut. Jetzt ist wieder, weißt du? Geil, ich kann's nicht. Ja. Ich kriege gerade eine Krise, weil das hier wieder so super funktioniert. Ich habe nur noch eine Tablette, ich muss gleich raus. Ich habe 6, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Boah, ich nehm jetzt alles mit hier, fuck ey. Ja, nur nicht, dass ich das vermischt, ne? Also, ja, dass ich halte das alles auf einer Seite bei mir. Scheiße, jetzt krieg ich Schaden. Nee, geht nicht. Ich muss hier raus. Ey, fuck. So, pass auf, ich muss Anziehsachen haben. Scheiße, wo sind die jetzt? Hinten in der Kiste. Die ganz lange Seite am großen Lager. Ja, ich hab's. Ich muss da jetzt anziehen, das geht nicht. Ich war sofort, ne, Höchststand gewesen. Ging gar nicht. Boah, scheiße. Ging gar nicht. Ich muss mir also jetzt ohne Tabletten Anziehsachen holen. Geht nicht. Ja. So, Tabletten. Scheiße, wo sind die denn? Im Kleinlager, glaube ich. Boah, blöd, ey. Und die Medikits? Medikits sind hinten im großen Lager. Ah, ich hab. Ey, scheiße, ich brauche unbedingt Tabletten. Das geht immer weiter runter, mein Leben. Bin jetzt bei 49. Scheiße, Mann, mit den Tabletten. Jetzt weiß natürlich nicht, wo die sind, Mensch. Ist ein bisschen blöd. Im kleinen Lager rechts in der Sunny-Kiste irgendwo. Da ist schon mal nix. Da ist noch nicht einsortiert. Hier sind Tabletten. Okay. Ich muss mir jetzt erstmal ein paar mehr nehmen. Ja. Ja. So, dann lass mich kurz rein. Ich will nicht, weißt du, nicht, dass das weggeht. Ja. Ich muss da jetzt echt rein. Besser. Ähm.
Weißt du, das Geile war wieder, dass bei mir das nicht funktionierte mit dem Reinziehen. Ja. Er ist immer wieder zurückgegangen. Das war super. Weißt du, in dem Moment, ne, könnte ich einfach. Ja. Ach, jetzt habe ich meine Arme aufgemacht. Oh. So, pass auf. Warte. Warte, ich muss meine Hände ablegen und die scheiß Fackeln. Ja. Ah, das dauert immer. Das ist, weißt du, wenn es schnell gehen soll, dauert es bei mir besonders lange, ne? Das ist richtig geil in Rust. Mhm. Da freue ich mich auch immer. Wie so ein kleiner Schneekönig. Wie viel Schrotpatronen du hattest. Emma, kannst du mir was zu essen geben? Ja. Moment. Alter, ich muss. Hast du jetzt schon was aufgenommen von mir? Ja, ein bisschen was. Habe ich alles auf der rechten Seite? Kannst du dann alles so wiederkriegen, wie ich es aufgenommen habe? Schnell! Moment, Moment. Ich muss erstmal mein Essen hier höher machen. Sonst hat das keinen Sinn. Ich heile dann zu langsam. Und das hat sich aber nicht mit deinen Sachen vermengt, ne? Nein, wie soll ich das denn vermengen? Gut, ja, wenn du auch zum Beispiel was hast irgendwie und dann da drauf ziehst. Nein, ich hab da gesagt, es ist alles leer gewesen bei mir. Super. Bis auf mein Werkzeug. So. Alter, das geht gar nicht, ey. Scheiße, die Sachen liegen jetzt schon echt ein bisschen lange, ne? Ja. Ich hoffe mal, dass der erste Rucksack noch liegt von dir. Weil da war die M4 drin. So, ich habe jetzt noch meine Tablette eben im Vorfeld genommen. So, du musst wieder die Dinger abknallen. Jetzt läuft er da her. Gut. Ja, so wie wir vorhin gelaufen sind. So, kommst du? Da sind sie. Sind doch normalerweise zwei Stück von den Wölfen, oder? Komisch. So, ich sag. Alter, jetzt geht wieder diese Pisse los. Entschuldigung, liebe Zuschauer, aber das sollte verständlich sein, dass man da mal ein bisschen angepisst ist. Wenn das hier wieder nicht funktioniert und sowas von. Ich sag mal, Moment kurz nichts, ja, ja, ich schweige. Ja, ja, ja. Weil ich jetzt gleich ausflippe. Und das muss ja niemand mitkriegen, wie ich ausflippe. Nicht, dass du wieder stirbst, ne? Ach, Verstrahlung. So, hier ist noch alles, also der Wolf ist nicht mehr gespawnt jetzt. Raus. Sehr schön. Raus. Bleib bei mir, weil ich habe keine Waffe. Lauf, lauf, lauf. Hör mal, sollen wir mal laufen? Du kannst ja auch rauskriechen. Tablette. So, jetzt erstmal aus dieser verseuchte Katastrophe raus. Ja, machen wir zu Hause dann. Das Austauschen, oder? Ja, hier nachher auf der Wiese hier eben. Alter, so, jetzt, dann mach mal alles. Oh, das. Das. Hä? Wieso, oh. Wieso bin ich jetzt schon wieder voll? Pass mal auf, nimm. Pass mal auf. Komm mal nach hier hin. Ja, nicht, dass das weggeht, ne? Na, komm mal nach hier. Er zieht sich aus. Ach nee. Was hast du noch von mir? Das war's. Liegt alles dort. Das war's gewesen? Mhm. Was hast du denn alles vergessen? Was hast du denn alles behalten? Verrate ich hier nicht. Alter, jetzt erstmal nach Hause. No. Aber war wirklich jetzt alles gewesen, ne? Alter! So ein Misstrauen immer, das ist schlimm. Ja, ist leider begründet. Also jetzt nicht von dir, sondern, naja, aus dem anderen Let's Play. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Da habe ich mehrfach nachgefragt, ne?
Habt ihr das und das aufgesammelt? Nein, haben wir nicht. Guckt nochmal nach. Nein, haben wir nicht. Anschließend stirbt jemand von denen. Was liegt dabei? Richtig. Das, wo ich tausendmal nachgefragt habe, ob sie das von mir aufgesammelt haben. Sauerei. Toll, ne? Ja. Sehr schön. So was soll ich denn jetzt mit deinen gelben, eingepissten Klamotten machen? Soll ich die in den Ofen stecken? Aber ich weiß nicht, ob es dann explodiert oder was. Oder ist alles so voll gepisst bis oben. Oh, ich hau dir die Fresse kaputt gleich. Ja, ich geh mal einsortieren. Alter, das geht ja gar nicht, ey. So, ich muss jetzt aus, mal ein bisschen bei mir hier Sorge. Ja, der Reis gerade wieder Action gemacht heute, ne? Alter, aber echt, ne? Das war echt wieder Action, ey. Leck mich am Arsch. Nee, falsch einsortiert. Und am Arsch lenken kannst du mir aber trotzdem. Ah, macht das, bestimmt Spaß. Das muss man auch verstehen, dass man jetzt ein bisschen angepisst ist. Alter, das geht gar nicht. Wenn du, jedes Mal dasselbe machst, ja, und es funktioniert nicht. Oder ich blätter in der Kiste runter, ja, damit ich an die Gegenstände komme. Lass den Mauszeiger los, um die Sachen zu greifen. Scrollt die Kiste wieder nach oben. Alter, wenn sowas gemacht wird, ne? Ey, dann bist du nur noch ange. Immer. Was soll ich jetzt mit deinen, ich hab jetzt eingeräumt, was soll ich mit deinen komischen Klamotten da machen? Soll ich die verbrennen, oder? Sind die alle gelb? Ja. Na, das alle? Sind die Hose und die Stiefel, hast du mir. Ja. Gegeben. Ja, komm, dann schmeiß er ausnahmsweise weg, weil es jetzt echt ein bisschen blöd ist. Ausnahmsweise. Oh. Partymülleimer. Die Natur. Alter Schwede, das ging damit gar nicht. Das war echt hammermäßig jetzt gewesen alles. Echt hammermäßig. Ah, du zitterst noch richtig, ne? Aber nicht vor Angst, vor Wut. Ja, vor Wut. Wut. So, pass auf, dann gehe ich jetzt eben ans Lager. Alter, das war ja jetzt echt krass gewesen. Vor allen Dingen ganz ohne Scheiß, ne? Vielleicht wäre uns auch nicht mehr lange geblieben, ne? Von der Zeit, ne? Bis das alle weggespawnt wäre. Oh, hätte alles passieren können. Und dann die gute M4 weg. Oh. Und ja, die Pistole mit dem M4 aufsetzen. Oh. Ja. Von dir, das hätte auch alles passieren können, ne? Auch, ne? Und. Nee, weißt du, was ich anprangere? Das auch hätte alles passieren können, ne? Und vor allen Dingen hätte auch alles weg sein können. Das ist ja noch das Schlimmste. Nicht nur, dass es hätte passieren können, es wäre auch noch alles weg gewesen. So was. Hm. So, aber weißt du, ach ja, genau, hier Munition kann ich ablegen auch noch. Da auch noch Munition wieder ablegen. Pass mal auf. Die ist fast im Arsch. Die muss ich gleich mal reparieren. Aber Spitzhacken, ne? Da habe ich jetzt 6 Stück von dem Inventar. Die muss ich ja auch nie haben. Nee. Da haben wir eine extra Kiste, ne? Ja, jetzt lege ich es eben hier rein. Ach so, ja, du bist gerade am Auslernen. Okay. Ich bin gerade am Auslernen. So, okay, so pass auf. Also ich lege natürlich nur volle Hunderte ab, ne? Und ich habe zwar noch eine gebrauchte, aber die halte ich natürlich fest. Ja. Ne, sodass in der Kiste immer nur frische Sachen liegen. Richtig. Na, so, pass auf, das habe ich auch und ey, meine Shotgun, ne, die ist schon wieder im Arsch, ey. Hm. Die muss ich schon wieder reparieren. Da wird natürlich jetzt auch immer weniger mit der Shotgun, ne? Ja. Und ganz ehrlich, das ist scheiße, dass das dann irgendwann soweit sein wird, ne? Bis die ganz im Arsch ist, aber weißt du was? Die hat 34 von 100. Dann lasse ich das jetzt erstmal, weil die hatte ich ja noch nicht repariert. Repariert hatte ich ja da die andere. Ach so. 34 von 100, ich lasse die erst weiter runtergehen, weil man weiß ja nicht, weißt du, dass eventuell nach jedem Reparaturvorgang, ne, dann das weniger hat. So, pass mal auf, Tabletten lege ich auch wieder was ab. Lässt du mich einmal ganz kurz an die Kiste, natürlich. Ganz, ganz kurz. So, dann lege ich da eben noch Tabletten wieder rein, dass die dann auch ab... Okay, ich war, bin... Nee, jetzt. Bin wieder raus. Ich hatte wieder E gedrückt. So, bin wieder raus. So, pass auf, jetzt eben mein Hackeball reparieren. Und dann gehen wir auch schon in dem Folgenende zu. Oh. Hackeball. War Hackeball nicht einfach nur Metallfragmente? Nee, mit Holz. Ach so, reparieren, ja. Glaube ich. Mit Holz, ja, mit Holz. Nee. Unmöglich. So, Repair. So, 82 von 82.
Okay, meine Kleidung, 100, 100. Da habe ich jetzt die neuen. Oh, nicht alles neu. Ah, siehst du, das Hemd, das ist nicht neu. Das hat 61 von 81. Ja. Aber ist natürlich noch gut. Klar, so, jetzt nehmen wir noch Reparatursachen mit. Zurück in den Ofen legen. Alter, das war aber jetzt echt knapp, ne? Auf jeden Fall. Ach nee, Shotgun habe ich gesagt, warte ich noch. Die ist zwar schon grün, aber bevor sich das immer mehr abnutzt, ja, 34 von 100, warte ich noch mit dem Reparieren. Okay, dann habe ich soweit. Ja, hör mal, Herr Konstanzerik. Eigentlich hätten wir es dann eigentlich schon. Jo. Und dann sind wir auch schon wieder beim Folgenende. Ich stelle mich mal in die gewohnte Position. Und ich spreche jetzt einfach mal mit der Wand, die ich da hinten in weiter Ferne sehe. Guten Abend. Und okay, da ist er ja. Also, tut uns leid, dass wir das neue Projekt jetzt noch nicht machen konnten. Jo. Wir müssen uns mal was einfallen lassen. Wir lassen uns was einfallen, dass wir vielleicht dann jetzt in Kürze mit dem neuen Projekt anfangen können direkt, ne? Und ihr könnt uns auch einen Gefallen tun. Schreibt doch mal ein bisschen in die Kommentare, was ihr so meint, was wir noch machen können. Also PvP braucht da nicht reinschreiben, wissen wir. Aber wie gesagt, es gibt halt ein paar Sachen, die müssen erst abgeklärt werden, weil wenn wir jetzt einfach nur auf PvP gehen, toll, dann haben wir halt den zwei, drei Leuten einen Gefallen getan. Hey, wir haben PvP angemacht, super. Aber dafür ist dann ja alles weg, was wir die ganze Zeit im Let's Play aufgebaut haben. Richtig. Ne, weil ihr wisst selber, es ist traurig, aber es sind, ja, man kann sogar sagen, die meisten, die so, ne, auf Servern unterwegs sind generell, ne, die sind die letzten Assis. Die haben also überhaupt kein Benehmen, keine Anstalt, In die Anstalt mit denen, ja. Ja, in die Anstalt mit denen, genau, so was wollte ich sagen. Also das sind wirklich die letzten Vollassis, benehmen sich wie die Asozialen, ne? Und das ist die Sache nicht wert, dass dann zwei, drei Leute, geil, die haben PvP, aber dafür ist dann das ganze Let's Play im Arsch, steht in keinem Verhältnis, PvP wird kommen. Ich brauche aber noch einen Moment, um gewisse Sachen, ne, vorzubereiten dafür. Aber PvP wird kommen. Also, außerhalb von PvP, wäre es geil, wenn ihr in die Kommentare reinschreiben würdet, was wir hier eventuell mal noch machen können. Genau, es kann auch was ganz Verrücktes sein. Genau, was ganz Verrücktes. Ich meine, seht ihn euch an. Also, ne, es kann auch was Verrücktes sein. Ne, genau. So, pass auf. Und Entschuldigung. Das kam auch also nicht spontan. Das war jetzt echt nicht meine Absicht, ne? Also, das heißt, wie gesagt, über Kommentare würden wir uns in der Hinsicht freuen. Und dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und wir sagen gemeinsam Tschüss!